Werbung. Die Blonde sieht echt super aus. Also mir gefällt die Blonde besser. Na ja, dann passt's ja. Aber bei denen haben wir auch keine Chancen. Warum? Nur weil wir Sächsisch sprechen. Und Sächsisch ist doch ein schöner und höchst melodischer Dialekt. Das weiß ich auch. Aber in Bayern kommt er nicht so gut an. Ich weiß auch nicht, wieso. Was machen wir da bloß? Ich hab da eine Idee. Das ist eine großartige Sache. Bayerisch Menthol, das Mundspray für den besonderen Dialekt. Oh, probieren wir. Unsinn. Das funktioniert doch nie. Wie soll denn das funktionieren? Das kann ja gar nicht gehen. Oh, und das, ich rede ja gar kein Sächsisch mehr. Das ist der Wahnsinn, das Zeug. Ja, jetzt kann man's doch. Probieren wir die zwei Dirndl, oder? Das machen wir. Servus. Wie geht's euch? Wollt ihr was trinken? Vielleicht ein Bier oder einen Schnaps? Und sag mal, was hat der gesagt? Ich glaube, die wollen uns ein Getränk ausgeben, ne? Das täuscht. Wir kommen alle zwei aus Aue im Erzgebirge. Freilich, aus Aue. Wir sind doch nicht total bekloppt. Mit dem Spray hätten wir uns sauber sparen können. Naja, halb so wild. Die Wirkung wird er bald wieder nachlassen. Max, das geht doch wieder weg, oder? Max, ich kann mich nie mehr bei meinen Verwandten in Dresden blicken lassen. Prost. Prost. Bayerisch Menthol. Das Mundspray für den besonderen Dialekt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.